Naja, ich weiß aber nicht, ob ich Zeit habe. Habt ihr schon gehört? Auro macht die besten Rauschgurken. Habt ihr schon gehört, dass ich Söldner anheuern will? Schützen. Nun, selbstverständlich, das haben wir schon gehört. Schön, das zu hören. Ja, es wäre... Der Klatsch ist allmächtig, Bruderschwester. Ja. Es wäre gut, wenn die ganze Stadt es hört. Wisst ihr, das ist so eine gute Nachricht. Nun, ganz Maraskan weiß es bereits. Oh ja, das ist ja wunderbar. Habt ihr schon gehört, dass wir eine ganze Menge Zimt auf unserem Schiff haben und nur jemanden suchen, der uns das als einen vernünftigen Preis abnehmen kann? Habt ihr schon gehört, dass wir gerne Zimt ankaufen würden? Nein. Ja, jetzt haben wir das gehört. Also, sobald meine Zahlen richtig sind, haben wir 1¼ Tonnen. Wir liegen im Hafen vor Anker. Ich weiß nicht mal, was für ein Hafen das ist. Hier gibt's ja mehrere. Vielleicht Seehafen oder zumindest der untere. Nicht da, wo die ganzen Fischerboote angelegt sind. Der weiß doch mit Sicherheit, wo wir angelegt sind. Richtig, das hat sich doch schon rumgesprochen. Das ist doch im Klatsch und Tratsch mit dabei. Aber Bruderschwester Diamantis, jeder weiß doch, dass Zimt 7 Silber pro Stein kostet. Ja, bestimmt tut es das, da wo wir es eingekauft haben. Aber hier oben im Norden, und woher soll man denn sonst Zimt herbekommen, außer von jenen tollkühnenden Kapitänen, die es wagen, diese doch in den letzten Jahren unheimlich gefährlich gewordene See zu befahren. Das ist natürlich nichts im Vergleich zum Sturm von Maraskan, aber dennoch muss man erstmal durch die Piratenseen fahren. Überall Piratenschiffe, ihr wisst gar nicht, wie viel wir auf dem Weg hier aufgerieben haben. Und dann der Anfang des Perlenmeers ist, seitdem die blutige See da ist, ist auch kein besonders angenehmer Ort. Aber Bruderschwester Diamantis, erzählt uns doch, wie viele Piraten ihr bereits versenkt habt. Das ist wichtig zu wissen. Waren es 3 Schiffe, Raffin in der Cheryptik? Ich glaube, es waren 3. Ja, zählt das Geisterschiff auch, oder nicht? Ja, ich glaube, das haben wir nicht wirklich versunken, ne? Aber wenn ja, dann haben wir auch ein Geisterschiff versunken. Und eine Dämonenarche, die sollte aber auf jeden Fall zählen. Ja, die zählt auf jeden Fall, das denke ich auch. Ich meine, bei so einem Aufwand, die ganze Zeit. Jeder weiß doch, dass Bruderschwester Diamantis die Ungeschaffenen besiegt. Ja, das macht Bruderschwester Diamantis. Ganz Maraskan wird das wissen. Ja. Der Klatsch ist mächtig. Ja. Wisst ihr was? Ich denke, wir werden uns bei dem Preis auf jeden Fall einig. Weil wir machen einen guten Preis draus. Ihr macht Gewinn, wir machen Gewinn. Und wir sorgen dann auch dafür, dass die Ladung sicher bei euch ankommt. Ihr müsst uns einfach nur einen Ort nennen. Ein Ort, wo wir es hinbringen müsst? Also gut, dann bringt sie doch am besten zum Flusshafen. Oder aber, nun, zum Flusshafen, genauso machen wir es. Wisst ihr, neben dem Stoffdrucker von Sulmaljiba, da gibt es das Handelshaus Maraskani. Dort könnt ihr den Zimt hinbringen. Nun, sagen wir, ihr habt Zimt im Wert von 500 Dukaten eingekauft und ihr habt die ein oder anderen Seegrenzen überfahren. Ich würde sagen, wir kaufen euch den Zimt für 1500 Dukaten ab. Dann macht ihr 300% Gewinn, oder Schwester? Ja, das ist auf jeden Fall mehr Diamant, ist hat doch recht. Ist es. Ich hab das, Ganze natürlich einmal im Forum erwürfelt, nur jetzt kommt mir gerade im Kopf, woher soll Diamantis denn wissen, wie viel das denn eigentlich wert ist? Indem du auf eine theoretische Handelsprobe möchtest du eine Handelsprobe haben? Ja, die Probe hattest du ja schon gewürfelt, oder nicht? Ich habe eine falsche Probe gewürfelt, aber nie eine Handelsprobe. Der Profit beträgt 100... der ausgewürfelte Profit beträgt 1500 Dukaten. Er will ja 1500 bezahlen und nicht 2000. Ja, insgesamt, meint er, inklusive Ding. Ach so, okay, jetzt habe ich das auch verstanden. Ja. Das würde heißen, dass wir nur nach abzüglich der Steuern knapp über 1000 Dukaten haben. Für eine Fahrt hier ein bisschen nach oben. Ihr habt doch gerade gehört, dass wir eine Dämonenarche dafür besiegen mussten, oder?
Aber ich Bruder, glaube, Schwester, Fremdigi, die anderen beziehen auch keine Dämonenarchen und bringen uns trotzdem Zimt. Ja, tatsächlich. Und wie viel Zimt liegt wahrscheinlich schon am Meeresgrund des Perenmeers oder hat das nicht mal über die Sheriff Deck rausgeschafft? Nur weil es den Weg nicht gelungen hat. Das ist ein Glücksspiel, das Zimt hier hochzubekommen. Und wir haben die Möglichkeiten, das, sofern wir es nochmal machen würden, tatsächlich auf sicherem Weg immer wieder hinzubekommen. Unter 2000 Dukaten werden wir uns nicht einig. Aber Bruder, Schwester, Diamantis. Jeder weiß, dass wir Freunde sind und wenn ihr jetzt uns ganz viel Zimt verkauft, dann gibt es ganz viel Zimt in Kuntium. Damit ist der Zimt wieder wertlos, weil es viel Zimt gibt. Nur das kommt auch ganz drauf an, wie lange ihr dafür braucht, es zu verkaufen. Wenn ihr alles an einem Tag und in einer Woche verkauft, natürlich, dann müsst ihr dafür einen geringen Preis hinnehmen. Aber nehmt ihr euch dafür einen ganzen Monat Zeit oder mehrere Monate, dann könnt ihr den Preis konstant hochhalten. Aber Bruder, Schwester, Diamantis, woher sollen wir denn 2000 Dukaten herkriegen? 1500, mehr kann ich nicht machen. Hm. Sagen wir 1300, weil ich euch mag. Ich glaube, so funktioniert das nicht. Aber wenn ihr wirklich ein Problem damit habt, das Geld auf einen Schlag rauszubekommen, dann sagen wir 1500 Dukaten, wenn ihr uns das Zimt abnimmt. Und ich nehme dein Wort drauf, dass wir die anderen, sagen wir, weil es noch einen längeren Zeitraum braucht, 700 Dukaten bekommen, sobald ihr die erste Charge davon verkauft habt. Das können wir so machen, Bruder, Schwester. Großartig, dann sind wir uns einig. Dann sind wir uns einig. Schlagen wir drauf ein. Ja, er schlägt ein. Und ihr müsst unbedingt vorbeikommen bei Auro. Er macht herausragende Rauschgurken. Kommt einfach zum Maraskana-Viertel. Ja. Jetzt, wo wir uns darum gekümmert haben, habt ihr eine Idee, wo man vielleicht einen klitzekleinen, also einen wirklich kleinen Kriegselefanten kaufen könnte? Nun, Kriegselefanten, der Handel damit ist verboten. Der Großfürst verbietet es, weil sie für den Krieg gebraucht werden. Aber ihr könnt einen Paradeelefanten oder einen Zeremonieelefanten kaufen. Sie sind auch gut ausgebildet, aber sie sind noch sehr unerfahren. Ja, das ist ja kein Problem. Hier meine Mira habe ich, seitdem sie ganz klein ist, und sie benimmt sich ausgezeichnet. Nun, davon haben wir schon gehört. Selbstverständlich, Bruder, Schwester, Rafim. Ja, wer verkauft denn so einen kleinen Paradeelefanten, so einen niedlichen? Nun, die Kriegselefantenställe sind beim Palasttor. Aber allerdings werdet ihr davor, vor dem Bethaus von Rashtula, werdet ihr noch einen Händler finden an der Fürst Istafallee. Und er verkauft die Elefanten. Ja, würdet ihr mir vielleicht die Richtung dahin zeigen? Geht einfach von hier aus. Er deutet einmal vom Marktplatz aus in Richtung Nordosten bis zur Brücke. Dann seid ihr schon auf der Fürst Istafallee. Geht allerdings nicht auf der Brücke entlang, sondern wendet euch nach rechts. In Richtung Maraskan. Ja. Und dort geht ihr entlang, bis ihr vor dem Bethaus von Rashtula steht. Das ist der hohe Turm. Bleibt ihr davor stehen und wendet euch nach rechts. Ihr könnt es gar nicht verfehlen. Dann schauen wir uns das doch mal an, Diamantis. Das Gebäude mit den Elefanten davor. Das macht Sinn. Los, Diamantis, wir müssen mal schauen. Vielleicht gibt's da ja einen günstigen. Dann kannst du dich wieder einem neuen Projekt zuwenden. Ja, ich dachte eigentlich für dich. Was? Wie für mich? Ja, ich hab ja schon Mira, aber du reitest ja gar nicht in die Schlacht. Das ist ja immer peinlich, wenn man dich irgendwo mit hinbringt. Wenn ihr sehr alte Exemplare kaufen möchtet oder Schlachtvieh, dann sind sie günstiger. Ihr müsst nur wissen, wie ihr handelt. Aber ich weiß doch gar nicht mal, wie man so einen Elefanten abrichtet, wie man dem überhaupt Sachen beibringt. Ja, Diamantis, das sind Geschichten, die du nachher dem Kapitän erzählen kannst und nicht mir. Dann nehmt doch einfach einen günstigen Elefanten zum Üben. Wenn er dann stirbt, ist das nicht so schlimm. Seht ihr, der Mann versteht mich. Jetzt komm mit, Diamantis. Kauft doch am besten gleich zwei Elefanten. Das ist keine schlechte Idee. Wir müssen mal schauen. Vielleicht gibt es ja ein gutes Angebot. Ich meine, Boltax hat ja schon angesprochen, dass er sich sehr darüber freuen würde, auf einem Elefanten reiten zu können. Ich glaube, für den können wir den Elefanten auch gleich mitkaufen. Das ist natürlich richtig. Boltax braucht auch einen, überleg mal, wir würden für dich einen Elefanten kaufen. Und dann keinen für Boltax, der wird doch eifersüchtig. Nee, das wäre nicht gut.
Das wäre nicht gut. Komm, Diamantis, ich weiß, ich kenne den Weg. Und ich würde mich auf Mira schwingen und schnellen Schrittes in Richtung Elefantenverkaufsstelle vorrücken. Ja, wenn ihr an der Fürst Istaf entlang geht, könnt ihr nach sicherlich 200 Metern, kommen euch noch einige Maraskaner vorbei, die euch dann im Vorbeigehen auf die Schulter klopfen. Vor allem bei Diamantis, bei Rafim kommen sie nicht dran. Habt ihr schon gehört, dass ihr ein Geisterschiff besiegt habt, Bruder, Schwester? Ja, hab ich schon gehört, ja. Habt ihr schon gehört, dass wir an Elefanten interessiert sind? Ja, Bruder, Schwester, das haben wir schon gehört. Oh, wir haben gehört, ihr kommt zu Aro zum Rauschgucken essen. Ja, wenn ich Zeit finde, dann ja. Ja, und so könnt ihr an denen vorbeigehen. Und vor euch könnt ihr dann auch schon das gewaltige Betshaus erkennen mit dem großen Minarett drauf. Ein Novadi steht dort und ruft den Ruf herunter. Er ruft zum Gebet, dass alle kommen mögen. Und könnt dann noch einige Teppiche erkennen, die davor aufgebreitet sind oder andere Leute, die dann auf ins Bethaus hineingehen, sich die Füße waschen. Und wenn ihr dorthin blickt, könnt ihr kurz stehen bleiben. Zu eurer Rechten könnt ihr dann einen Trompeten hören und seht dort mehrere Elefanten, die vor allem am Manadi stehen und sich so ein bisschen mit Wasser nehmen das wohl mit dem Rüssel auf und spritzen sich da wohl gegenseitig nass und planschen und baden da wohl so ein bisschen direkt am grünen Manadi, wo er dann reinmündet in das Perlenmeer. Einige Elefanten-Dompteure oder so etwas daneben, die dort stehen und können auch erkennen, wie da wohl das sind tatsächlich Zeremonie- oder Parade-Elefanten, die da wohl aufgeführt sind, mit irgendwelchen Schmucksteinen im Gesicht, irgendwelchen Ringen und Medaillons, die dann auch im Licht der Sonne gülden, leuchten und funkeln und glitzern. Und einige Hörner wurden wohl auch abgeschnitten und vergoldet oder irgendwie verziert. Ja, und so könnt ihr euch dort umsehen. Naja, Diamantis, welcher Elefant spricht dich denn an? Aber, also das sind wirklich beachtliche Tiere, aber die sehen wirklich nicht aus, als könnten die irgendwas für den Krieg taugen. Ich glaube, der Einschüchterungsfaktor ist ja der größte. Ja, außerdem musst du ja auch mal überlegen, wenn wir mal wieder irgendwo ganz offiziell einreiten. Ich auf einem Bären, Boltax auf einem Elefanten. Wie sieht das aus? Das ist doch gleich beeindruckend. Da hast du natürlich auch recht. Effendis, kommt dran! Oh, ihr müsst euch nicht fürchten! Naja, also guter Mann. Große Tiere, aber sie sind sehr nett. Wir wissen, wie wir reden mit. Wir erziehen Elefanten. Sie nett. Oh. Ja, ich wollte einmal fragen: Hättet ihr auch etwas, was für einen Zwerg geeignet wäre? Ich nicht verstehen. Ich zeige mal so 1,30 Meter über den Boden. So groß, langer Bart. So kleine Elefanten gibt es nicht. Habt ihr einen kleineren Elefanten, der nicht so groß ist? Wenn ihr in der Wüste transportiert, wir verkaufen auch Kamele und Dromedare. Nein, es muss ein Elefant sein. Aber nicht so klein. Was ist denn euer kleinster Elefant? Baby-Elefanten nicht ausgebildet. Und er deutet irgendwie auf deine Schulterhöhe. Ja, da sagt ihr was. Könnte ich mir die mal anschauen? Machen viel Kacker, große Stinke. Ja, das ist nicht schlimm. Er kommt mit, komm mit, der Fendi. Einige Schiffsjungen, die können sich darum kümmern. Damit greift er euch so ein bisschen links und rechts am Ärmel und zieht euch dann so ein bisschen rüber auf die andere Straßenseite zu seinen Elefantenquartieren, wo ihr dann auch erkennen könnt, wie da wohl große Ställe sind, gewaltige Satteldecken, irgendwelche Packsattel, Reitsattel, Satteltaschen, irgendwelche Gestechsattel, Lanzen, die ihr da kennen könnt, als ob man irgendwie mit Elefanten in den Lanzenkrieg reitet, aber auch einige Kamele, die ihr erkennen könnt, Rennkamele, Dromedare mit verschiedenen Anzahlen an Höckern, Straußen, die ihr da wohl erkennen könnt, und ihr geht dann mit euch zu den Elefantenquartieren, wo ihr dann auch Baby-Elefanten erkennen könnt. Hat so 5 Stück. Ja, das sieht auch nach einer Größe aus, die ist gar nicht schlecht, oder? Unerfahrenes Jungtier, meine Fendi. Das ist nicht schlimm. Und wie lange brauchen die so, um zu wachsen? Sie wachsen ihr ganzes Leben. Vor allem an den Ohren. Ja, und was denkst du so, bis die so groß sind wie die da draußen? Sicherlich 5 Jahre.
Ja, das ist nicht schlimm. Boltax wird alt. Also ich denke, wir sollten zumindest einen für Boltax mitbringen, oder? Ich finde, ihr seid sehr weise. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht zwei von denen mitnehmen. Ich meine, sie fühlen sich doch sonst so alleine. Ja, da mögt ihr nicht Unrecht haben. Wir können ja nicht die ganze Zeit da sein, um auf sie aufzupassen. Dann können diese hier gegenseitig auf sich aufpassen. Ja, macht dann ja auch viel mehr Sinn. Und kann ich Tierkunde würfeln, um die Elefanten einzuschätzen? Ja, selbstverständlich. Okay, er hat natürlich die Sonderfertigkeit Rosttäuscher und könnte dir einen kranken Elefanten als guten Elefanten verkaufen. Er kann dir alles verkaufen. Währenddessen zieht er euch so ein bisschen weiter. Guckt euch doch mal diese Kamele an. Gute Ware, gute Ware. Ja, ich habe minus einen Punkt, also es sind alles Elefanten. Es sind alles Elefanten und die sehen besonders kräftig aus. Ja, also die meinte sich, er gewinnt eben zwei von denen, die sehen gut aus. Wenn ihr drei Elefanten kauft, bekommt ihr sogar noch einen Reitstrauß oben drauf. Ein Reitstrauß? Das hört sich doch nach einem Angebot an, Raffi. Ich habe auch immer gehört, dass Abel mir unbedingt einen Reitstrauß wollte. Habe ich schon erwähnt, dass ich euch alle hasse? Also er verkauft euch gerade einen dritten Elefanten für 200 Dukaten und gibt euch dann einen Strauß für 35 obendrauf. Das ist mir doch egal. Ja. Manchmal gewinnt man, manchmal verlieren die anderen. Genau. Ja, ich würde selber jetzt mal auf so einen Elefanten zugehen. Ich meine, ich habe ja keine Erfahrung. Wie reagieren die darauf? Ja, der Elefant schaut dich kurz an und du siehst wohl, wie diese große Nase sich in deine Richtung biegt und sich so ein bisschen um deine Hüfte wickelt. Ich möchte mal abrichten würfeln, um diesen Elefanten wie auch immer zu beruhigen. Würfel mal abrichten. 6 Punkte. Ja, der Rüssel, diese Nase biegt sich so ein bisschen in eine Richtung um deine Hüfte wie so ein Gürtel und zieht dich ran. Also er ist echt kräftig, auch für so ein kleines Jungtier, auch wenn er, ja wie gesagt, geht dir zur Schulter, aber da steckt schon echt Kraft hinter. Und wenn du dann sich so ein bisschen festhältst an seinen Stoßzähnen, du musst wirklich Kraft aufbringen, deine Muskeln spannen sich so ein bisschen, das ist bestimmt ein gutes Tier. Er ist aber ganz lieb und ist nicht wild oder sowas, sondern er will nur spielen. Und steckt dann sich so ein bisschen, seine Nase wickelt sich wieder ab von dir. Und neben ihm steht so ein bisschen so ein Trog mit Wasser und prustet dir dann Wasser ins Gesicht. Oh, den nehmen wir auf jeden Nase? Fall. Nase? Der ist super. Den nehmen wir. Nase? Raffim ist es eine Nase, ja, kein Rüssel. Nasenbeere seid ihr alle, oder? Hört's auf. Sag ja. Mal, die Tiere denn gut schwimmen? Sie sehen nicht wirklich aus, als könnten die schwimmen. Elefanten können gut schwimmen sie können mit ihrem Rüssel, er deutet auf die Nase, wenn sie ihn über Wasser halten, dann können sie beliebig lang unter Wasser bleiben. Wie ein Schnorchel, mein Herr. Deswegen die lange Nase. Genau, sie sind perfekte Schwimmer. Da frage ich mich wirklich, wie noch niemand dazu kam, Kriegselefanten auf einem Schiff einzusetzen. Ich glaube, wir sind da wirklich an etwas dran, Raffim. Ja, und ich denke, wenn Boltax gleich drei Elefanten hat, dann freut er sich. Und wenn Abel mir erstmal seinen Reitstrauß sieht, dann ist er auch nicht mehr böse. Und ich meine, wenn die noch einige Jahre brauchen, um so noch größer zu werden, dann... Wusstet ihr übrigens, dass Elefanten Rudeltiere sind, Effendi? Je mehr ihr kauft, desto stärker sind sie. Oh. Außerdem mag ich euch. Ihr könnt einen vierten haben. Kann er mal überreden würfeln? Ja, er würfelt überreden. Also es ist halt auch schon feilschen, ne? Er hat eine gute Überredenprobe. Also es hört sich richtig an. Ne? Du guckst dir diese. Kenntnis würfel ich dagegen oder mit was? Nee, du falsch damit überreden du. Falsch. Warte, du gehst mit überreden falsch entgegen, wenn du mit dir verhandeln willst. Wenn du dir einfach nur nichts aufschwatzen lassen willst, wäre das wohl eine Selbstbeherrschung. Es ist eher eine Selbstbeherrschungsprobe. Also es ist. Natürlich erschwert, um so Sachen zu verschwinden. Halt, ja, es ist keine richtige Lüge. Ne? Wollte ich gerade sagen, ist ja nicht gelogen. Es ist halt nicht gelogen. Er hat halt recht. Ja?
Ich glaube nicht, aber ich glaube nicht, dass das hier der Punkt ist. Also es heißt halt nicht Rudel, ne? Es gibt keinen Rudel Elefanten, aber... Er versucht ja nicht, das nicht zu verbergen, dass er die einen dritten Elefanten anschwatzen will. Das sagt er ja sehr oft. Das ist der vierte. Deswegen ist er ja keine Menschenkenntnis. Du versuchst dir nicht durch eine Täuschung zu sehen, sondern dich nicht bequatschen. Ja, genau. Also du guckst dir die halt an und es mag halt so sein, dass er echt recht hat. Du müsstest dich jetzt beherrschen, ne? Du schluckst so ein bisschen runter, du guckst natürlich auch auf deinen Geldbeutel, du weißt, wie viel Sold du selber bekommst und du weißt auch, wie wütend Abel mir wird, wenn du ihm jetzt 4 Elefanten und nicht nur 3 bringst. Aber der Mann hat natürlich einen Punkt, ne? Da müsstest du mal nochmal nachfragen. Also. Ihr könnt auch jederzeit wiederkommen, Effendi. Wenn ihr euch erst 3 kauft, ihr könnt später noch einen 4. oder einen 5. erwerben. Wenn ihr seht, dass sie größer und stärker sind, ihr könnt sogar einen 6. haben, Effendi. Ihr könnt jederzeit wiederkommen. Oh, meint ihr, gute Ware. Wenn die nächsten Elefanten reinkommen, dass ihr dann auch mal einen Brief an uns schreiben würdet, dass wir nochmal vorbeikommen. Wir können euch einen Elefanten zurücklegen, Effendi. Oh, das ist natürlich ein Vorschlag. Wie viele Elefanten müssten wir denn kaufen, damit wir einen umsonst kriegen? Wenn ihr 10, fragt, wie viele Elefanten haben die da? Wenn ihr 10 Elefanten kauft, bekommt ihr einen umsonst. Das schlage ich vor. Ich würde sagen, wir nehmen jetzt erstmal 3 mit und den Strauß. Kann ich mir den Strauß aussuchen? Den Strauß könnt ihr euch aussuchen. Oh. Aber wenn ihr 10 kauft und einen Elefanten wollt, dann muss ich euch den Strauß wieder abnehmen. Oh. Aber ihr könnt auch Kamele haben, Effendi. Schaut euch die Kamele an. Seht euch an, wie prächtig ihre Höcker sind. Kennt ihr den Unterschied zwischen Kamelen und Dromedaren? Wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen, bevor wir abreißen, aber... Auf den einen reiten Novadis, die anderen werden von Novadis geritten. Ich würde einmal auf den Elefanten zeigen, der mich nass gemacht hat. Den will ich auf jeden Fall. Und Diamantis, dann suchst du die beiden anderen aus. Versuche ich den Strauß aus. Welche willst du? Effendi, ihr seid große Helden, nicht wahr? Ja. Gebt ihr euch mit Fürsten und mit Visieren ab? Naja, wir beide jetzt nicht so sehr. Wir sind da nicht so beliebt. Wisst ihr, wenn ihr jemals Kontakt mit einem Visier haben solltet oder mit einem Sultan, dann ist es ziemlich, wenn man ihnen einen Elefanten schenkt. Die mögen das. Oh, das ist natürlich richtig. Wisst ihr, wenn ihr 10 habt, dass wir gleich 3 gekauft haben. Ich wollte gerade sagen, wenn ihr 10 habt und dann 11. umsonst bekommt, dann könntet ihr auch weitere verschenken, ohne dass ihr größere Stärke von euren eigenen Elefanten einbüßt. Ja, ich würde sagen, wir machen das so. Wir kaufen jetzt 3 und den Strauß und ihr legt schon mal 2 zurück. Machen wir so, Effendi. Und wenn ihr ein größeres Schiff braucht, ich habe noch einen Vetter. Ein Vetter, der arbeitet im Hafen vom Großfürsten. Der kann euch Schiffe besorgen, die genug Platz für die Elefanten haben. Oh. Na, wir nehmen noch diese beiden Elefanten dort. Die halten gegenseitig ihre Nasen. Ich glaube, die gehören zusammen. Ja, sehr gut. Dann schreibt mir doch seinen Namen mit auf die Rechnung, ja. Das werde ich selbstverständlich machen. Und ich werde einen Jungen schicken, der euch dann zu der Reederei bringt. Ja, wunderbar. Was ein... Könnte ich jetzt eben den Reitstrauß sehen? Ich muss den schönsten für Abel mir aussuchen. Dann freut er sich. Ja, komm mit zu den Stellen. Ja, ein Elefant kostet 200 Dukaten. Ein Wildelefant kostet 200 Dukaten. Das multipliziert sich durch Training. Frag mich aber nicht, wie viel, denn ich schaue nicht in Erfurt. Also im Meisterschirm stehen die 200 Dukaten. Für ein unerfahrenes Jungtier. Ganz genau. Für ein ungearbeitetes Jungtier. Es ist kräftig, es ist einsatzfähig, es muss einfach trainiert werden. Ja. Und machen wir einfach... Ja, das Training, machen wir obendrauf. Immerhin verkauft ihr euch jetzt 3 Elefanten. Das heißt, machen wir 600 Dukaten für 3 Elefanten und den Reitstrauß oder den Paradestrauß, den schenkt ihr euch. Das spart ihr 35 Dukaten. Ich habe gerade 1,5 Jahre Sold rausgeballert für Elefanten. Kann man Elefanten... Wenn das kein Deal ist, dann weiß ich auch nicht. Kann man Elefanten domestizieren? Oder muss man jeden Einzelnen fangen und trainieren? Nee, du kannst sie domestizieren. Okay. Die sind vermutlich sogar in Gefangenschaft geboren. Ja, genau. Wollte gerade sagen. Also die haben nie was anderes als Kunchum gesehen. Jetzt sehen sie sterben. Die sehen noch nichts anderes als Kunchum. Wir nehmen die nicht mit. Rafim, wie kann das bei dir 1,5 Jahre Sold sein? Bei mir sind das 5 Monate. Er hat halt schlecht verhandelt. Und jetzt seht ihr, was passiert, wenn die Arbeiter anfangen, über Gehalt zu reden. Das ist schlecht für die Bonzen. Naja, ich muss ja auch an den Tempel abgeben und an die Heimat. Spendest du etwa nicht genug?
Was? Doch, natürlich. Und ich habe auch noch Schulden abzuzahlen. Diamant ist Spende der Naturalien. Naja, dann sollte das ja sicherlich kein Problem sein, wenn wir nachher nochmal beim Chortempel vorbeigehen, dass du auch deinen Zehnt abgibst, ne? Du reicher alter Mann. Ja, wir haben Geld für Elefanten. Wir haben kein Geld für Elefanten. Würde die Elefanten alle zusammenbinden mit einem Seil und den Reitstrauß. Ich würfel auch für den Reitstrauß meine Tierkundeprobe, ob ich da auch absolut schon kaufe.